heben. Im Skyhouse, der Trampolinpark im Allgäu. Und grenzenloser Spaß für die Kleinen im Lina Launeland. Die Indoor-Spiel- und Erlebniswelt im neuen Sportpark Waltenhofen. Hallo und grüß Gott zu den Allgäu TV-Nachrichten. Orange, das ist die Signalfarbe für den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und der ist heute. Viele Aktionen auf der ganzen Welt weisen heute darauf hin, dass Diskriminierung und Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen bekämpft werden müssen und dass Frauenrechte weltweit längst noch keine Selbstverständlichkeit sind. Unter anderem in Memmingen, Kempten und Lindau hat es dazu heute Aktionen gegeben. Und auch das hat uns heute am 25. November beschäftigt. Ende der Regeln, Ende des Virus. Wie steht es um Long-Covid-Patienten? Berührend und wortgewandt die neue Ausgabe des Allgäu TV Wortrückblicks und Winter-Weihnacht-Wichtelspaß, Adventszeit mal skandinavisch. Das Wetter? Der Sonntag ist der freundlichere Tag des ersten Adventswochenendes. Der öffentliche Nahverkehr und vulnerable Einrichtungen gehören zu den Überbleibseln, die uns noch an die strengen Corona-Maßnahmen erinnern. Denn nur dort gibt es noch verpflichtende Regelungen zum Schutz gegen Corona. Auch mit der Isolationspflicht ist es ja vorbei. Für viele ist die uneingeschränkte Freiheit ein Grund zur Freude. In einigen Reha-Kliniken sieht das anders aus. Dort sind die Folgen von Corona nämlich derzeit spürbarer denn je. Maskenpflicht, 2G-Regelung, Kontaktverbote. Vor einem Jahr haben diese Regeln noch zu unserem Alltag gehört. Mittlerweile ist von diesen Maßnahmen kaum etwas übrig. Die Pandemie scheint zumindest größtenteils vorbei zu sein. Nicht aber für Alexander Maksic. Der 41-Jährige befindet sich aktuell auf Reha in der Fachklinik Allgäu in Pfronten. Er hat sich im Februar mit Corona infiziert. Nach einem schweren Verlauf hat er endlich auf Besserung gehofft. Doch diese Hoffnung war trügerisch. Dann kamen halt diese Schwierigkeiten mit Laufen, die Herzfrequenz, der Puls, der war immer sehr hoch. Das Herz hat immer einfach wie wild geschlagen und auch in der Ruhephase. Ich konnte da irgendwie mich nicht so richtig ausruhen und das hat sehr, sehr viel Kraft gekostet. Und auch die Schwierigkeit, das zu akzeptieren, war irgendwie nicht so einfach. Lange war nicht klar, woher die Beschwerden kommen. Schließlich stellte ein Arzt dann Long-Covid fest. Das bedeutet, dass die Beschwerden durch eine Corona-Infektion auch noch über 3 Monate hinweg anhalten. Davon sind Schätzungen zufolge etwa 10% aller mit Corona infizierten Menschen betroffen. Für Dr. Andreas Wagner, Chefarzt der Pneumologie, ist die Pandemie noch lange nicht überwunden. Täglich hat er mit den Spätfolgen von Corona zu tun. Wenn man sich Statistiken anguckt, ist es so, dass jeden Tag in Deutschland noch mehr als 100 Leute an Corona sterben. Also das ist definitiv noch nicht vorbei. Und die große Welle der Post-Covid-Infektionen, die erleben wir ja gerade. Diese Welle wird durch die Patientenzahlen der Fachklinik deutlich. Hier werden jährlich ca. 1300 pneumologische Patienten versorgt. Letztes Jahr war ca. 1/3 der Patienten aufgrund von Long-Covid hier. In diesem Jahr ist es etwa die Hälfte. Die Klinik ist momentan mehr als ausgelastet. Insgesamt ist unsere Reha sehr ausgelastet. Wir haben auch längere Wartezeiten. Und ein großer Teil davon sind eben auch Long-Covid-Patienten. Es gibt immer wieder Anfragen, also jeden Tag, die reinkommen, aber wir haben eben eine längere Wartezeit. Aktuell liegt die bei etwa 2 Monaten. Noch länger als die Wartezeit kann aber der Verlauf einer Long-Covid-Erkrankung sein. Bei Alexander Maksic liegt die Infektion bereits 9 Monate zurück. Ich habe immer noch so Atemnot, wenn ich die Maske trage, so nach einer gewissen Zeit. Da muss ich auch immer schlucken, das merken Sie jetzt vielleicht beim Reden, weil dann der Schleim wieder kommt. Es ist besser geworden. Ich bin aber noch nicht dort, wo ich gerne sein wollen würde. Ja. Atemnot gehört neben krankhafter Erschöpfung und beispielsweise Konzentrationsbeschwerden auch zu den Hauptsymptomen. Die schränken die Betroffenen in ihrem Alltag stark ein. Laut einer Studie sind 20% der Erkrankten nach über 6 Monaten arbeitsunfähig. 45% der Erkrankten können nicht Vollzeit arbeiten und das kann sich über viele Monate ziehen, so der Chefarzt.
Wir haben hier einzelne Patienten, die Anfang 2020 ihre Erstinfektion hatten, also die praktisch zu den ersten gehört haben, die in Deutschland eine Corona-Infektion durchgemacht haben. Und die haben wir hier zur Reha mit Post-Covid-Symptomatik. Also ganz offensichtlich können die Beschwerden über fast 2 Jahre anhalten. Ein Mittel gegen die Ursachen von Long-Covid gibt es derzeit noch nicht. Die Beschwerden werden durch die Reha nach und nach behandelt. Dabei helfen beispielsweise Atemübungen oder Kraft- und Ausdauertraining. Diese Anwendungen bekommt derzeit auch Alexander Maksic. Wie sich sein Krankheitsbild künftig entwickelt, wird sich zeigen. Ein Hobby zu haben, wie beispielsweise einen Mannschaftssport, ist auch eine Verpflichtung, regelmäßig hinzugehen, die anderen nicht hängen zu lassen. Doch gerade mit Hobbys, Schule und Terminen ist Jugendlichen auch mal danach einen Ort zu haben, wo sie unverbindlich hingehen können, zum Beispiel ins Jugendhaus. Warum Jugendhäuser immer wichtiger werden, das haben wir im Jugendhaus Immenstadt erfahren. Es ist ein Ort der Begegnung. Hier wird gelacht und gemeinsam Zeit verbracht. Von Dienstag bis Sonntag ist hier jeden Nachmittag bis in den Abend hinein einiges geboten. Für die Jugendlichen eine Art Auszeit. Es ist ein sehr offenes Konzept, dadurch, dass jeder kommen kann, also vom Alter her von 12 bis 24, dass man da willkommen ist und man kann sich einfach frei entfalten. Und wenn man jetzt, nicht so der große Freundeskreis hat, findet man hier einen schnellen Zugang zu neuen Leuten und lernt auch welche kennen. Ich habe hier meine ganzen Freunde und es macht tatsächlich immer Spaß, hier einfach reinzukommen und ja, es werden immer wieder neue Aktivitäten geboten. Auch die Mitarbeiter des Jugendhauses, heute sind Klaus Alberti und Luca Gabalas da, haben Spaß bei der Arbeit mit den Jugendlichen. Luca ist Pädagoge. Weil er erst wenige Wochen hier arbeitet, heißt es für ihn jetzt erstmal, eine Beziehung zu den Kids aufzubauen. Doch auch nach der kurzen Zeit fühlt er sich hier schon richtig wohl. Sehr, sehr schön, sehr entspannt. Also man bietet den Jugendlichen, glaube ich, einfach einen Ort, wo sie sich frei und geborgen fühlen können. Wir sind so ein bisschen wie die Bewohner hier eigentlich und kriegen immer Besuch. Also es ist sehr familiär irgendwie. Sozialarbeiter Klaus dagegen ist schon 3 Jahre hier im Jugendhaus tätig. Seine Arbeit gefällt ihm, vor allem die Tatsache, dass jeder Tag anders ist. Das Konzept eines Jugendhauses schätzt er daher sehr. Ich finde, Jugendliche brauchen eine Anlaufstelle, eine feste Anlaufstelle, wo sie auch hin können, wo sie auch empfangen werden, wo sie auch gehört werden, wenn sie da sind, wo sie vielleicht auch ein bisschen Beschäftigung haben. Und da ist eine Jugendeinrichtung schon was Gutes. Laut Klaus Alberti müsste es mehr Jugendhäuser in der Region geben. Ja gut, die meisten Jugendhäuser sind in größere Ortschaften bzw. Städten. Und drumherum gibt es halt wenig bis gar nichts. Weil man sagt dann, ja okay, wir haben hier eins, dann können die Kids ja darüber gehen. Und Jugendeinrichtungen kosten halt Geld. Und wie immer, das Geld ist halt immer leider Gottes der Knackpunkt an der Geschichte. Wie im kompletten Sozialbereich fehlt es überall an Geld. Doch Jugendhäuser sind sehr wichtig, damit die Kids einen geschützten Raum haben, wo sie weder zu Hause noch auf der Straße sind. Hängen Jugendliche auf den Straßen ab, führt das, so der Sozialarbeiter, oft zu Unverständnis der Bürger. Da haben sie getroffen, da werden sie dann verjagt und dann werden sie dort verjagt und dann werden sie hier verjagt. Diese Intoleranz den jungen Menschen gegenüber ist schon extrem. Mehr Toleranz also gegenüber den Jugendlichen, das würde man sich hier im Jugendhaus wünschen. Denn für einige Jungs und Mädels hier ist der Treffpunkt quasi ein zweites Zuhause. Ein bunter Haufen, der regelmäßig aufeinander trifft, egal woher man kommt. Also das mit dem Black Friday ist ja schon so eine Sache. Seit einer Woche ist schon Black Week und ich muss sagen, ich komme immer mehr unter Druck, weil ich es immer noch nicht geschafft habe, jetzt ein Schnäppchen zu machen. Für viele Unternehmen und Geschäfte ist der Black Friday heute der offizielle Start ins Weihnachtsgeschäft. Jedes Jahr werden allerdings die Stimmen lauter, die den Konsumwahn Ende November kritisieren, da angeblich viele Produkte nur gekauft werden, weil sie gerade billiger sind und nicht, weil sie wirklich gebraucht werden. So oder so, wenn man dem Black Friday entkommt, dann wartet schon der Cyber Monday. Was will man machen? Wir schauen jetzt auf die Kurznachrichten des Tages.
auf den Punkt gebracht. Joker TV. Sehen Sie die besten Eishockey-Momente vom Spielwochenende des ESV Kaufbeuren mit den Highlights der Heimspiele. Der Blick über die Bande zu Trainern, Spielern und Zuschauern. Joker TV. Das ESVK-Magazin auf Allgäu TV. Immer montags um 19.30 Uhr im Kabel. Weitere Sendetermine und Infos unter allgäu.tv. Präsentiert von Höbel, Ihr kompetenter Partner für Bau, Umwelt und Immobilien. Service auf Augenhöhe mit dem Menschen im Vordergrund. Das ist Immoliesel, Ihr kompetenter Immobilienpartner in Kaufbeuren. Immobilien liegen uns am Herzen. Ihr Wunsch ist unser Auftrag. In Kaufbeuren, Kaiser-Max-Straße 24 und auf immoliesel.de. Allgäu-Mail, die Komplettlösung für Ihre Geschäftspost. Von der Abholung über die Erfassung und Sortierung aller Briefsendungen bis zur Zustellung. Ein persönlicher Ansprechpartner für Ihre gesamte Post. Zuverlässig, flexibel, preiswert. Allgäu-Mail, Ihr Spezialist für Briefzustellungen und Postlogistik. Teppiche bringen Gemütlichkeit in Ihr Zuhause. Sie suchen den passenden Teppich? Bei uns finden Sie Teppiche nach Ihren Wünschen. Kiepler Teppiche, natürlich, regional und handgefertigt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Leute, ich habe jetzt den 4K Waipu-TV-Stick. Das ist echt mega Fernsehen. Da brauche ich keinen Kabelanschluss und keine Satellitenschüssel mehr. Waipu-TV, so muss Fernsehen. Mega! Mega Fernsehen zum Megapreis. Jetzt einfach 50% sparen auf waipu.tv. Waipu-TV, Fernsehen wie noch nie. Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg zum guten Sehen. Wir stehen für umfassende, kompetente Sehberatung auf dem aktuellen Stand von Forschung und Technik. Ausblick auf mehr Durchblick. Ihr Heinz-Seezentrum Westallgäu in Lindenberg. Eishockey-Fans, aufgepasst! Es ist wieder Heimspielzeit bei den Jokern in Kaufbeuern. Am 27. November trifft der ESVK auf die Eisbären Regensburg. Bulli ist um 14.30 Uhr in der Energie Schwaben Arena Kaufbeuern. Tickets gibt's an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Jetzt die Kurznachrichten von Freitag. Die Ermittlungen zu den unerlaubten Baggerarbeiten im Rappenalbtal bei Oberstdorf gehen weiter. Heute fanden umfangreiche Durchsuchungen bei einem Verantwortlichen der Albgenossenschaft und in den Geschäftsräumen des beteiligten Bauunternehmens statt. Die Kripo sucht nach Bild- und Videomaterial, um die illegalen Veränderungen am Rappenalbtal dokumentieren zu können, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Kemptener Kriminalpolizei hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Sie wertet nun gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft die heute sichergestellten Gegenstände aus. Jetzt ein Blick auf den Verkehr. Es gab mehrere schwere Unfälle auf den Allgäuer Straßen. Hier die Zusammenfassung. Schwerer Verkehrsunfall bei Erkheim. In den frühen Morgenstunden ist es heute auf der A96 zwischen Erkheim und Stetten zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein PKW kam aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum im Böschungsbereich. Durch den starken Aufprall wurde der PKW über die Leitplanke zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Das Fahrzeug wurde dabei massiv beschädigt, der Insasse schwer verletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat die Autobahnpolizei Memmingen übernommen. Unfall mit drei verletzten Personen. Drei Menschen sind heute Nachmittag bei einem Unfall zwischen Untrasried und Hopferbach verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stießen dort zwei Autos frontal zusammen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte eines der Autos auf der Strecke zwei Traktorgespanne überholt und war dann mit den beiden entgegenkommenden Autos zusammengestoßen. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt, eine Person leicht. Ein Auto war mit einem automatisierten Notrufsystem ausgestattet, so ging der Notruf bei den Rettungskräften ein. Zwei Personen konnten sich selbstständig befreien, eine Person musste vom Rettungsdienst gerettet werden. Autofahrer kommt auf Gegenfahrbahn. Ebenso zu einem Verkehrsunfall ist es gestern am späten Nachmittag bei Bergheim gekommen. Eine Autofahrerin war mit ihrem PKW von Bohnlanden in Richtung Bergheim unterwegs und kam aus ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenspur. Dabei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden VW Golf.
Der Fahrer des VWs kam ins Schleudern und blieb querstehend auf der Fahrbahn stehen. Die Unfallverursacherin kam ebenso von der Fahrbahn ab und schleuderte 100 Meter weiter in eine Baumgruppe. Beide Beteiligten mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Dachstuhlbrand hatte technische Ursache. Die Kripo Memmingen hat die Ursache für den Dachstuhlbrand eines Wohngebäudes in Memmingen festgestellt. Fest steht nun, dass der Brand vermutlich eine technische Ursache hatte. Er entstand demnach im Bereich der Hauselektroinstallation. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen war diese Elektroinstallation fachmännisch installiert. Daher erhebt die Kripo derzeit keine strafrechtlichen Vorwürfe. Beim Brand am 20. November entstand ein Sachschaden von einer 750.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt, das Haus bleibt weiterhin unbewohnbar. Vor dem Landgericht Kempten musste sich jetzt ein 38-Jähriger verantworten. Der Mann hat nach Auffassung des Gerichts eine Patientin im Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren vergewaltigt. Das Gericht bezeichnet das Verbrechen als extrem brutal. Der Täter ist schizophren, so lautet das Urteil, das jedoch noch nicht rechtskräftig ist. Soweit die Nachrichten aus der Region. Jetzt noch der Blick auf das Adventswochenendswetter. Gute Fahrt bei jedem Wetter. Dockage, Ihr Hyundai-Partner im Ostallgäu, direkt an der B12. Wir bringen Elektromobilität auf die Straße. Ihre Familie Dockage mit Team. Heute Nacht wird es in fast allen Regionen nass und grau. Im Unterallgäu zieht Nebel auf, dazu gibt es Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt, 2 bis 3 Grad. Auch morgen starten wir den Tag mit Regen und vielen Wolken. Etwas sonnig, jedoch neblig wird es im Unterallgäu. Stellenweise trocken bleibt es nur im Ostallgäu. Die Werte liegen bei um die 5 Grad. Am Nachmittag zieht es noch mehr zu. Vielerorts grau und im Oberallgäu regnet es weiterhin. Die Werte unverändert. Auch in den Allgäuer Bergen wird es morgen eher ungemütlich. Am Tegelberg und Hochgrat wird Schnee erwartet. In fast allen Gebieten fallen die Temperaturen in den Minusbereich. Am Gründen gibt es Temperaturen bis zu einem Grad. Der Sonntag wird freundlicher, etwas sonnig und mildere Temperaturen bis zu 9 Grad. Am Montag und Dienstag zieht in der Region dann starker Nebel auf. Dazu gibt es Werte zwischen 5 und 6 Grad. Seit Wochen stehen sie schon in den Regalen der Läden bereit. Von Kindern und auch so manchem Erwachsenen werden sie schon sehnlichst erwartet, die Adventskalender. Mit den Jahren wurde auch diese Weihnachtstradition immer kommerzieller und weicht teilweise ein bisschen ab vom eigentlichen Sinn. Eine Alternative zu den 24 Türchen Schokolade und Spielzeug wäre vielleicht der skandinavische Brauch der Wichteltür, durch die ein unsichtbarer kleiner Helfer frischen Wind, neue Ideen und kindgerechten Humor ins Haus bringt. Ich würde sagen, diese Türchen öffnen wir gleich mal. Er trägt eine rote Mütze, ein gestreiftes Shirt und eine Latzhose. Der kleine Wichtel namens Pelle. Pelle ist ein kleiner, frecher, junger Wichtel, der ganz viele tolle Ideen im Kopf hat und die will er im Advent einer Familie zeigen, vor allem natürlich den Kindern. Um diesen Wichtel dreht sich ein besonderes Adventsbuch, der Winter-Weihnacht-Wichtelspaß. Dieses Buch haben Stefanie Vögele und Sandra Beck gemeinsam auf den Weg gebracht. Seit August ist es auf dem Markt. Das Wichtelbuch beinhaltet Bastel- und Backanleitungen sowie humorvolle Anweisungen. Das Buch, das ist ein magisches Wichtelbuch und damit zieht Pelle bei einer Familie ein. Und natürlich, er schreibt in dem Buch jeden Tag Briefe an die Kinder. Und das Buch richtet sich an die Kinder in erster Linie, die ganz viel Spaß mit Pelle haben sollen im Advent. Aber das Besondere an dem Buch ist auch, dass es geheime Seiten für die Eltern gibt. Und auf den Seiten, da erfahren die Eltern wirklich alles, wie sie dem Pelle dabei helfen können, dass Fantasie und Realität für die Kinder wirklich verschwimmen. Auf die Idee mit dem Wichtel gekommen ist Sandra Beck vor 5 Jahren. Seitdem wohnt bei ihrer Familie über die Adventszeit ein Wichtel. Diese Adventstradition kommt aus den skandinavischen Ländern. Da ist es Tradition, dass es dort dazugehört in der Adventszeit. Und ich habe das vor 5 Jahren zufällig mal entdeckt und fand die Idee ganz, ganz toll und habe damals eben bei mir zu Hause den Wichtel einziehen lassen. Ihre Kinder lieben diesen Wichtelspaß. Also es ist so, dass meine total auf den Wichtel stehen und
alles dafür tun, dass er wiederkommt und schon im September nachfragen, ob Mama, meinst du wirklich, er kommt wieder und hat er sich schon gemeldet? Als Erzieherin hat Sandra die Anleitungen mit den Kids im Kindergarten schon 100-fach erprobt. Die Texte im Wichtelbuch sind allerdings von Stefanie. Sie ist vor 4 Jahren mit eingestiegen. Die Herausforderungen beim Verfassen des Buches: nicht alle Kinder haben daheim die gleichen Bedingungen, wie beide Eltern zu Hause oder einen Garten. Die beiden Frauen mussten also Wichtelspäße finden, die jedes Kind erleben kann. Das ist den beiden geglückt. Zauberhaft, kreativ und lustig. Es ist für jeden etwas dabei, wie beispielsweise eine Bastelanleitung für diese Tannenbäume. Die Anleitungen sind unkompliziert. Was man dafür braucht? Grüne und andersfarbige Wolle. Die hat der Wichtel schon mal ums Buch gewickelt. Eine Schere, Pappe, Klebeband und ein Bleistift. Dann geht's los. Zunächst schneidet Sandra Beck die Tannenbäume aus, in verschiedenen Größen. Bitte. So, jetzt brauchen wir einfach 2 Streifen vom Klebeband. Kommt dann an unseren Tannenbaum hin, wird auf einer Seite festgestrichen, dann einmal umdrehen und dasselbe noch einmal. Noch die 2. lange Seite mit Klebeband bekleben, dann wickelt die Erzieherin viel grüne Wolle um das Dreieck. Damit unser Baum noch ein bisschen bunter ausschaut und auch jeder individuell gestalten kann, wie er will, verknotet man jetzt einfach die grüne Wolle mit der bunten Wolle und wickelt noch ein paar Mal um den Tannenbaum, so wie es einem gefällt. Einfach wieder abschneiden und das Ende der Wolle verstecken. Fertig sind sie, die selbst gebastelten Tannenbäume, in verschiedenen Größen und mit farbiger Wolle geschmückt. Der Wichtel Pelle ist natürlich auch dabei und er schaut, ob alles so läuft, wie er sich das vorgestellt hat. Ja, das ist mal was anderes zum Thema Adventskalender. Definitiv was anderes ist auch der Allgäu TV Wortrückblick. Dabei geht es um aktuelle Themen und um Poesie. Wie das zusammenpasst, das sehen wir gleich. Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie genau die Küche, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passt. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. Servus, wir sind die Burgis. Die Knödelspezialisten. Aus dem Kühlregal. Aus frischen Kartoffeln, perfekt gerollt. Burgis, weil's gut ist. Mit AZ Leserreisen die Welt erleben. Traumhafte Karibik auf der Costa Pacifica oder Winter in Nordnorwegen. Faszinierende Erlebnisse und Polarlichter nördlich des Polarkreises. Entdecken Sie unsere Frühlingskreuzfahrt mit der Costa Smeralda, Sonnenziele im Mittelmeer oder Winterwunder in Finnland. Hundeschlittenfahrt, Rentierfarm und mehr im Finnisch-Lappland. Sonne tanken, Winterzauber, Kultur. Mit uns die Welt erleben. Die AZ Leserreisen. Mehr auf az-leserreisen.de. Ich schütze mich, damit nicht nur mein Auto gut in Schuss ist. Halten auch Sie Ihren Corona-Schutz aktuell. zusammengegencorona.de. Auf 400 Quadratmetern bietet Ihnen der Schäferladen Allgäuer und ökologische Naturprodukte. Lassen Sie sich begeistern und inspirieren von diesem ungewöhnlichen Angebot. Vom größten Naturtextilvollsortiment Süddeutschlands und den vielen Woll-, Walk- und Fellprodukten, den handgemachten Wollteppichen und dem Naturmatratzenangebot. Hartnäckige und anhaltende Schmerzen in Rücken, Schulter, Knie oder Hüfte? Dann haben Sie jetzt gute Chancen auf eine Badekur in Bad Füssing. Heilkräftiges Thermalwasser, höchste medizinische Kompetenz und Therapeutendichte. Bezahlt als Pflichtleistung von Ihrer Krankenkasse. Egal wie alt Sie sind und ob Sie berufstätig oder in Rente sind. Die ambulante Badekur in Europas beliebtestem Heilbad. Kontaktieren Sie uns und wir helfen Ihnen. Bad Füssing. Wir kümmern uns um Sie.
Wer hat Ihnen zuletzt geholfen? Also so ganz uneigennützig. Gerade jetzt in Zeiten der Krisen gibt es viele Menschen, die anderen dabei helfen, den Alltag zu bewältigen. Über diese Engel im Allgäu spricht Tobias Melder in der neuen Ausgabe des Allgäu TV Wortrückblicks. Ein emotionaler und tiefer Einblick in das, was den jungen Poeten beschäftigt. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Es gibt sie, die Menschen, die ohne selbst etwas zu wollen, denen helfen, die wirklich Hilfe brauchen. Die, die den Notdürftigen Respekt zollen, um uns allen wieder Hoffnung einzuhauchen. Die selbstlos für diejenigen einstehen, die weniger haben. Die dabei nicht nach persönlichen Gewinn streben, die einstehen für die, die am Rande der Gesellschaft leben und angewiesen sind auf solche Gaben. Ja, es gibt sie, diese Engel aus dem Allgäu. Wir wollen uns noch ein bisschen genauer über deinen Text unterhalten, den wir gerade von dir gehört haben. Wie ich den so vorhin gehört habe, war eigentlich so mein erster Gedanke bzw. meine erste Frage. Dein Text heißt ja, die Engel aus dem Allgäu. Es fallen auch Worte wie Paradies, heilig, Glauben. Da stellt sich mir als erstes die Frage, spielt eine Religion oder Glauben allgemein in dem Text oder bei dir in deinem Leben eine Rolle? Also tatsächlich Religion jetzt gar nicht, mit dem habe ich echt überhaupt nichts am Hut. Aber natürlich bin ich katholisch aufgewachsen und habe jetzt die Begriffe an sich stehen für mich. Also ich habe selber einfach herausfinden müssen, was die für mich bedeuten, weil ich jetzt mit der religiösen Bedeutung nichts am Hut habe oder so. Aber der Glaube ist für mich eigentlich mit einer der zentralen Dinge in meinem Leben. Also ich glaube schlicht und ergreifend an eine höhere Macht, eben auch an sowas wie Engel und so weiter. Und genau sowas mache ich auch eben, kommt dann eben auch ganz oft in meinen Texten vor. Da gibt es den Vermieter, der, obwohl er es nicht müsste, die Miete reduziert. Weil, wenn er sich selbst in solch einer Lage wüsste, er will, dass in diesem harten Winter niemand sinnlos friert. Da ist der Bäcker um die Ecke, der die Preise beibehält, obwohl seine Kosten ständig steigen. Der sich trotz finanzieller Einbußen sozial verhält, einfach nur, um uns eine andere Möglichkeit aufzuzeigen. Da ist der Nachbar, der in der Suppenküche schuftet. Du hast ja diese Engel aus dem Allgäu am Anfang deines Textes auch beschrieben. Die treten da ja in verschiedenen Formen auf, sei es der Vermieter, der seine Miete einfach reduziert, der Bäcker um die Ecke, der die Preise beibehält. Sind das Beispiele, die du sozusagen selber irgendwie im echten Leben irgendwo gesehen hast oder die dich irgendwo inspiriert haben? Oder wie bist du genau auf diese Menschen, die dann in deinem Text sozusagen zum Engel werden, wie bist du auf die gekommen? Ja, das ist unterschiedlich. Also beim Paar einfach tatsächlich miterlebt, im näheren bekannten Freundeskreis oder in der Arbeit. Oder halt auch mal einen Artikel gelesen und so weiter oder irgendwo was gehört. Über bekannte Freunde und so weiter. Und das ist eigentlich, also ich habe jetzt gesagt, ich weiß bei vielen auch schon gar nicht mehr, wer das eigentlich war und so. Das ist aber auch sogar gewollt ein bisschen, weil es ja eben darum geht, dass man eben nicht zum Helden hochstilisiert wird, sondern dass jeder quasi still eigentlich das macht, was er machen kann. Und das ist eben das Schöne, dass die Seite gibt es eben auch. Es wird gerade eben so viel niedergemacht und alles wird schlecht geredet und irgendwie man sieht nur noch das Negative und überall wird Angst geschürt. Deswegen dachte ich mir, ich will mal auch mal die andere Seite auch mal wieder ein bisschen beleuchten, die es ja auch mehr als genug davon gibt. Mehr von Tobias gibt's ab heute Abend um 19.30 Uhr bei uns in der neuen Ausgabe des Allgäu TV Wortrückblicks. Wiederholt wird das Magazin am Samstag und Sonntag jeweils um 20 Uhr. Und jetzt geht's ins erste Adventswochenende. Dekorieren Sie, was das Zeug hält. Machen Sie es sich ein bisschen schön. Ich bin am Wochenende mit dem Wochenrückblick wieder hier und am Montag können Sie mit Boris Weltermann in die neue Woche starten. Abheben. Im Skyhouse, der Trampolinpark im Allgäu. Und grenzenloser Spaß für die Kleinen im Lina Launeland. Die Indoor-Spiel- und Erlebniswelt im neuen Sportpark Waltenhofen.